Willkommen zu einer weiteren Folge von Vampir. Wir befinden uns immer noch im Krankenhaus, in das wir seit kurzem arbeiten. Dr. Swansea hat uns ja angeboten, also Dr. Swansea weiß auch, was wir sind, und hat uns angeboten, hier in dem Krankenhaus zu arbeiten, in der Nachtschicht, damit es nicht auffällt, dass wir ein Vampir sind, sodass wir tagsüber wirklich dann einfach auch schlafen können. Oder was auch immer wir halt dann tun tagsüber, aber bis jetzt ist es eigentlich immer so, dass wir nur in der Nacht aktiv sind. So, Ende letzter Folge, wir haben ja einiges an Dokumente noch sammeln können. Wir haben auch einige Personen kennengelernt im Krankenhaus, das war ja... Ja, wir haben also sehr viel Zeit darauf verschwendet, naja, verschwendet ist das falsche Wort, also wir haben sehr viel Zeit einfach dafür hergenommen, um eben halt Informationen zu sammeln über diverse Leute. Wir sind immer noch nicht durch, mindestens 5 Personen hier könnten wir immer noch ausfragen in diesem Krankenhaus, und ja, das sollten wir eigentlich auch tun, denke ich. Wir haben hier auch noch zwei Nebenquests zu machen. Neben der Hauptquest natürlich, wir haben jetzt hier einmal für den Milton Hooks, könnten wir jetzt im Garten nach seiner Geldbörse suchen. Oder für Thelma Howcraft, die ja denkt, sie ist ein Vampir, könnten wir auch im Tat dann herausfinden, wer sie ausspioniert. Gut, was machen wir jetzt? Nachtschicht, sieh an der Tür nach. Okay, wir haben ja wohl gleich eine kleine Aufgabe hier. Das ist übrigens nochmal unser Büro, wer es vergessen hat. So, und irgendwer, glaube ich, hat's eilig an unserer Tür. I'm not one to make wait, Doctor. I've patients to attend. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Uff, keine Ahnung, wo die sind. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Alles klar, wir haben einen kleinen Notfall abzuwickeln. Aber ich will mir jetzt trotzdem vielleicht ganz kurz noch die Zeit nehmen, mit dem einen oder anderen noch zu schwätzen, wenn ich jetzt hier noch einen finde. Oder irgendwas finde. Das ist ja wohl eher die Frage, ob ich hier noch irgendwas finden kann. So, da geht's ja nicht raus oder rein, was auch immer da dahinter liegt. Dann gibt's hier oben ja noch ein Stockwerk. Das könnten wir uns ja vielleicht auch mal ganz kurz anschauen. Alles klar, geht nicht. Da kommen wir jetzt momentan auch nicht durch. Und wahrscheinlich, wenn wir die andere Seite der Treppe hochgehen, wird es genauso aussehen. Aber ich probiere es einfach mal. Ja, genau. Okay, also da geht es auch nicht raus. Gut, dann gehen wir doch mal jetzt hier runter. Wobei, Moment, ich muss immer noch herausfinden, was dieses weiße Gesicht da bedeutet. Das werden wir jetzt wohl hier draußen herausfinden. Gleich. Ha. Ja, Moment, ich will jetzt echt mal schauen. Letztens habe ich doch noch so viele Ärzte gefunden. Ah, Dr. Swansea, okay, hat gerade keine Zeit. Wo waren denn die ganzen Ärzte? Ich meine, da ist er zu, da komme ich gar nicht durch. Okay, na gut, egal, was soll's.
Dann schauen wir doch mal. Oh, was haben wir denn hier? Ah, kleine Fläschchen, sehr schön. So, und da haben wir jetzt hier gleich mal das Gesicht. Dieses weiße Silhouettengesicht. Ah. Keine Ahnung, ich sehe hier nichts und niemanden. Was könnte dieses Gesicht bedeuten? Ah, hier. Örtliche Untersuchung. Ach, ist das hier der Garten oder wie? Betritt den Garten im Hinterhof. Ah ja, genau, okay. Dann ist das hier der Garten und das hier muss wohl die Leichenhalle sein. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ja, das sollten wir nachschauen. Oh, was ist. Wer oder was ist das? Oh, das ist so ein Geist. Oh, da vorne sehe ich noch einen. Okay, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall so einige Leute retten. Indem wir eben halt jetzt hier diese Skulls töten. So, haben wir ein paar Blutproben. Ist hier vielleicht noch was? Ja, genau, eine weitere Blutprobe. Okay, so. Haben wir das jetzt also geschafft? Oh, da liegt wohl diese Geldbörse, oder? Nein. Fotografie in einer Brieftasche. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Piper für immer. So, okay. Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Das ist doch immer ein sehr wichtiger und entscheidender Hinweis an der Stelle. Können wir vielleicht hoffentlich noch irgendwie verwenden später. So, wir müssen jetzt immer noch aber hier, Achso, okay, doch, die Geldbörse haben wir jetzt. Alles klar. Da steht ja jetzt hier auch rechts, bringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Das heißt, die Geldbörse haben wir jetzt schon in unserem Besitz. Dann schauen wir doch jetzt hier einfach mal nur nach der Leichenhalle. Da müsste es jetzt dann nämlich reingehen. Genau. Oh Mann, das schaut aber auch hier schon ziemlich zerstört aus in der alten Leichenhalle. Ich glaube, hier war ja auch schon länger keiner mehr. So, was müssen wir denn hier machen? Ich finde etwas Eisen, Tartat oder Tartrat, genau. Chinin oder Chinin und Natriumhypochlorid. Okay. Das ist doch machbar, denke ich. Aber ich bin mir fast ziemlich sicher, dass wir hier noch auf irgendwelche ungebetenen Gäste stoßen werden. Da brennt Licht oder Feuer. Okay, da brennt Feuer, alles klar. Das müsste jetzt wahrscheinlich der Haupteingang sein. Kann es sein? Ja. Ja, doch, es sieht so aus, als wäre das hier der Haupteingang. Gut, dann könnte ich den hier nachher aufmachen. So, meine Vampirsinne zeigen mir hier jetzt eigentlich nichts an. Das ist doch schon mal ganz gut. Keine allzu bösen Überraschungen. Und, ach ja, genau, hier die, bei den Ys sehen wir ja auch noch ein paar Pfeile. Die einen zeigen nach unten, die anderen nach oben. Das heißt, gut, hier werden wir jetzt eh nichts finden.
So, da ist ein Gitter. Da werden wir auch gleich reinschauen. Vorher checken wir noch das hier aus. Ich bin gespannt, wofür wir die Schillinge noch brauchen werden. Gut, sehr wahrscheinlich natürlich für den Handel mit Milton. Da haben wir doch wieder jemanden. William Bishop must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Ah, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich mehr Blut irgendwie ansammle oder zumindest öfters anfange, Blut zu saugen. So, ein Zigaretten-Etui hat der noch gehabt, alles klar. Denn gegen die Skulls ist wohl. Die Blutkräfte sind da wohl etwas effektiver jetzt als meine Machete. Gut, vielleicht finde ich später auf jeden Fall noch mal eine bessere Waffe. Da haben wir auf jeden Fall noch mal Patronen. Ja, so generell eine Schusswaffe könnte ich auch mal gebrauchen. Ich kann ja mal hier ganz kurz schauen. Ich habe ja hier schon ein paar andere Waffen. Hier die abgenutzte Säge, den Knüppel und die Machete. Gut, die sind jetzt alle gleich stark. Hier habe ich theoretisch auch gleich noch eine Feuerwaffe. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich die jetzt hier verwenden kann. Jetzt gucken wir mal, hier G. Wenn ich auf G oder auf T drücke, da tut sich hier leider gar nichts. Das ist irgendwie ein bisschen bescheiden. Schauen wir mal. Ne. Irgendwie, okay, das muss ich nochmal herausfinden, wie das geht. Ist irgendwie auch nicht erklärt worden, glaube ich. Und wenn doch, dann habe ich das eiskalt übersehen. This key will surely grant me access to the basement. So, alles klar. Damit kommen wir also in den Keller. Jetzt hier nochmal kurz abchecken, ob es hier noch irgendwas gibt. Oh ja, da ist einer. Der war da gerade irgendwie noch nicht, oder? So, da sehen wir auch. Also gegen Schusswaffen, hohe Widerstandskraft. Also bringt mir der Revolver eh nichts. Nahkampf mittlere, aber für gegen Blutkräfte sind sie halt absolut anfällig. Ah, oh, Scheibenkleister. Ah, oh, wie ist denn das passiert? Du wurdest besiegt. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, dass ich da besiegt worden bin. Shit. Alles klar. So, wo bin ich denn jetzt hier aufgewacht? Ich glaube, ich bin jetzt am Anfang der Leichenhalle aufgewacht. Ja, sieht so aus. Meine Questziele muss ich nicht nochmal anfangen. Also das, was ich bis jetzt erreicht habe, habe ich wohl auch weiterhin erreicht. Wir sehen das ja daran, dass hier immer noch steht, bringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Das heißt, Sterben hat erstmal an sich keine schwerwiegenden Konsequenzen. So, der Skull da oben bleibt natürlich nicht am Leben. Den möchte ich trotzdem noch erlegen. Das kann nicht sein, dass der überlebt. William Bishop must be the same strain. Ah, die sind schon heftig stark. This sickness moves faster than influenza. Okay, da muss ich, also ich muss beim nächsten Mal, wenn ich im Versteck bin, muss ich unbedingt upgraden. Irgendwas, irgendwelche Fähigkeiten, muss ich natürlich gucken, welche sich so anbieten. Der war gerade auch nicht leid. So, das lief doch jetzt schon mal viel besser.
Das kann. Ah, vielleicht sind die hier rausgekommen. Da habe ich hier vorhin nicht reingeschaut, bin ich hier eiskalt vorbeigelaufen. Es kann sein, dass die von hier kommen. Balls of Mars, Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Oh Mann, so früh im Spiel wollte ich eigentlich nicht sterben. Das hatte ich echt nicht vor. Checken wir noch ganz kurz ab, was wir hier oben finden könnten. So, nichts Spezielles. Okay, vielleicht später nochmal. Ah Mann, das ärgert mich jetzt schon, dass ich so früh schon gestorben bin. Einmal. Gut. Aber das war ein super Weckruf. Auf jeden Fall, dann weiß ich, ich muss beim nächsten Mal auf jeden Fall jetzt dann mal irgendwas upgraden. So, da sind wieder zwei, drei. Okay. Ah, das könnte jetzt spannend werden. Okay, wenn die da hinten bleiben, dann passt sie da. These skulls feed from corpses and husks of animals. Ah ja gut, und die Ausweichung, Ausweichen muss ich halt wieder mal benutzen. Das ist ja etwas, in der letzten Folge habe ich das ja schon angemahnt, dass ich das irgendwie lernen muss, besser anzuwenden. Jetzt habe ich schon wieder verschlafen. Aber gut, kriege ich hin. Das kriege ich auch noch irgendwann rein, dass ich das jedes Mal anwenden sollte, irgendwie bei solchen Kämpfen. Das kriege ich noch irgendwie hin. So, jetzt gucken wir mal. Zwei müssten es noch sein. Genau, einer hier hinten, einer hier vorne. Der Level 5 und da hinten haben wir Level 6. So. Keine Ahnung, was der da so rumspackt. Eieieiei, das habe ich schon fast kommen sehen. So, dann habe ich jetzt nur noch den Ball hier. Das heißt, irgendwie mit zwei Angriffen mit der Schockwaffe irgendwie schaffe ich erfolgreich. Dann muss ich immer abhauen. So. Jetzt ist aber Schluss hier, ne? Ah, da vorne ist der nächste. Was für eine Seuche, ey. So, hier alles schön absuchen, ob sich da irgendwo was versteckt. So, sieht aber erstmal nicht so aus. Was haben wir hier? Das Büro C27. Alles klar. Erschreck mich nicht so. Ein abgenutztes Amputationsmesser. Okay, du hast eine neue Art von Nebenwaffe erhalten. Rüste sie aus und drücke Rechtsklick, um Blut zu absorbieren. Oh, das ist nicht schlecht. It's locked. Das ist nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich doch echt mal herausfinden. Was machen wir denn? Ja, okay, macht auf jeden Fall weniger Schaden. Ich muss ja immer noch herausfinden, wie ich das anwenden kann. Das habe ich noch nicht so verstanden. Ah, hier. Ha, ich habe es herausgefunden. So, hier die schöne Sense. Perfekt. So, hier Sera. Okay, das muss man auch noch herausfinden, dann, was das ist. Hier kann ich noch andere... Alles klar, cool. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Egal, jetzt habe ich es so und jetzt kann ich dann... Moment, was haben wir hier? Örtliche Untersuchungen. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Drücke Tab, um das Menü örtliche Untersuchungen aufzurufen. Na, jetzt haben wir hier örtliche Untersuchungen. Ah, okay, das sind quasi diese Questaufgaben.
Alles klar. So, was habe ich denn hier? Finde die Todesursache heraus. Okay, gut, dann müssen wir noch gucken. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ja, sollten wir auf jeden Fall untersuchen, klar. Was haben wir hier noch? Glasfiliolen. So, jetzt schauen wir mal. So, wie kriege ich denn jetzt die Waffe so spontan gewechselt? Da steht immer nur T oder G. Aber so richtig Waffen wechseln habe ich noch nicht herausgefunden. Okay, dann muss ich scheinbar jetzt erstmal hier diesen Umweg gehen. Machen wir das halt so. Ha, jetzt schauen wir mal, was die Waffe dann kann. So, da vorne ist einer. Ah, shit, die verbraucht ja echt Ausdauer. Shit, okay. Von der werde ich kein Freund, von dieser Zweihandwaffe. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wechseln wir lieber mal hier wieder. Nehmen wir hier wieder unsere Schockwaffe. So. So gefällt mir das doch schon viel besser wieder. Alles klar, das ist der Raum hier. Oh, jetzt wird es gleich bestimmt richtig spannend. Wenn das jetzt die letzte Tür ist. Oh Gott. Okay, scheint keiner hier zu sein. Das ist definitiv eine Falle. Ja, da ist doch schon einer. John Doe. John. Oh, shit. Was kann der denn? Der kann das auch. Alter. Oh, und er ist nicht alleine. Das ist so ein Schattending. Alter. Alter, uncool. Scheiße, ey. Na gut, ich bin nur Level 3, das macht sich so richtig krass bemerkbar irgendwie. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Leben. Was der kann. Okay, John Doe ist echt übel. Shit, ich kann ihn jetzt nicht einmal zweimal angreifen. Irgendwie Blut abzuzapfen. Ah, ausweichen kann ich auch nicht, Ausdauer. Ah, Scheibengleister, das war's. Puh, wow, okay, John Doe ist, blöder Gegner. Der gefällt mir nicht. So, da ist er wieder. Ja, das Blöde ist, ich kann mich ja nur upgraden zu Hause. Hier kann ich ja überhaupt nichts machen.
So, da der abgenutzte Pflock mir aber nicht so viel geholfen hat, nehme ich doch jetzt hier mal das Amputationsmesser. Kann hier wenigstens Blut abzapfen irgendwie. Ah, nee. Oh, scheiße, jetzt reicht's aber nicht. Jetzt verkackt es hier voll, oder? Tja, sterbe ich schon bei der Made da, oder wie? Katastrophe. So. Ja, wir sind wieder ganz am Anfang vom Keller, glaube ich. Mhm, ja doch, bestätigt sich. Alles klar, okay, irgendwie. Hey, das lief vorhin so gut. Oh, komm schon. Okay. Hilft nichts. Wir werden uns nochmal ganz kurz ins Krankenhaus zurückziehen. Und uns da irgendwie verbessern. Das hat so keinen Wert jetzt gerade. Das ist echt der Quatsch, was ich da mache. Gehen wir lieber zurück. Das kann ihm auf Dauer auch nicht gefallen. Und ihr habt, glaube ich, auch keinen Spaß daran, wenn ich die ganze Zeit sterbe. Also schauen wir, dass wir hier rauskommen, gehen rasch ins Büro rauf und ja, verbessern uns ein bisschen. So. Wo geht's hier rauf? Genau, hier, sehr schön. Ah, genau, am Ende des Gangs war das Büro. Achso, nee, Schmarrn, hier geht's nicht. Hier können wir es ja nur verbessern, aber wir haben eigentlich alles verbessert. Da gibt es ja nichts mehr viel zu verbessern. Die linke Hand vielleicht? Oder eine dieser beiden Waffen. So, jetzt ist die Frage, ist eine hohe Angriffsgeschwindigkeit gut oder schlecht? Ich würde sagen gut. Von dem her, die abgenutzte Säge, jawohl, die können wir einmal upgraden. Und dann erhöhen wir noch... nimmt Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Das hört sich doch ganz gut an. So. Damit gehe ich jetzt hier ins Rennen mit dieser Waffe. Und zwar tauschen wir die jetzt... Huch, nein, Moment, das war irgendwie falsch. So, sehr schön. Und jetzt verbessern wir mal noch unsere... anderen Fähigkeiten. Was haben wir denn da? Wir haben ja festgestellt, in der letzten Folge schon, um Clown zu verbessern, brauche ich erstmal Stufe 8. Ich könnte hier jetzt natürlich was für Distanzangriffe. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd an der Stelle. Dann haben wir Schaden, Blutschaden. Ach, schau an, die Clown, das ist Nahkampfschaden und kein Blutschaden, wie ich dachte. Okay. Machen wir... den Blutspeer. Das kostet halt eine Menge. Das ist ein bisschen blöd. So, 1000 Erfahrungspunkte. Was können wir noch machen? Wir haben noch ein bisschen was. Erhöht Gesundheit, erhöht Ausdauer, Blutkapazität. Ausdauer ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ui, wow, da kann man richtig viel machen. Also erhöhen wir jetzt hier einmal. Kann ich hier schon? Boah, ich könnte gleich weitermachen. Nee, dann machen wir noch
Ja, das ist ein bisschen schwierig gerade. Erhöht die Regeneration deiner Lebenspunkte, wenn bis im Kampf verwendet. Oder den Schaden. Aber schau mal, wir haben hier noch was anderes. Wir haben hier noch defensiv und taktisch. Haben wir ja auch noch ein bisschen was. Oh, wir sind ja schon Level 5 sogar jetzt. Krass. Was haben wir hier? Schattenschleier pro Sekunde. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Oder hier der Sprung. Du führst eine übernatürliche Bewegung in die Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Na, das ist glaube ich eher nicht so toll. Ah, Gerinnung, Blutbarriere. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Ah, okay, das lassen wir mal. Was kostet das eigentlich? Ah, 600. Okay, kann ich mir gerade eh nicht leisten. Okay. Belassen wir es bei diesen zwei Änderungen jetzt und dann versuchen wir es nochmal mit John Doe. Genau, alles klar. Jetzt habe ich gerade überlegen müssen, wo wir hier eigentlich sind. Aber jetzt weiß ich's. Wir sind hier im Krankenhaus in unserem Arbeitszimmer. Ich habe jetzt gerade echt gebraucht, kurz wo, um zu herauszufinden, wo wir hier sind. So. Schauen wir mal hier. So. Jetzt ab wieder in die Leichenhalle. Das wird jetzt eine super Sache an der Stelle. Denn jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir John Doe den Gar ausmachen können. Ah, ich sehe gerade, ich habe hier, mal ganz kurz schauen, hier auf 4 ist der Blutspeer jetzt. Ich überlege gerade vielleicht, dass ich genau diese Konstellation ein bisschen ändere. Machen wir die Clown auf 1, den Speer auf 2. Und die Heilung auf die 4. Ich glaube, das ist so ein bisschen besser. Ich muss das jetzt nur schnell in den Kopf reinkriegen. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit heilen will und dabei die Clown anwende und umgekehrt. Da kriegen wir schon hin alles. So, da haben wir jetzt hier ein paar Kollegen. Der eine rennt hier gerade weg. Sehr schön. Dann schnappen wir uns jetzt hier den Freund. Achso, ja, stimmt. Ich habe ja jetzt... Ja, schau, genau, jetzt fängt es ihn schon an. Wieder voll irritiert hier. Ich habe ja jetzt hier diese Nebenwaffe da mir geholt. Die... Boah, der Blutspeer ist geil. Also ich habe ja diese Nebenwaffe geholt, die ja Blut aufnimmt mit jedem Angriff. Irgendwie nicht sehr viel, wie ich finde. War jetzt nicht so merkbar. Hier 5 Blutaufnahme. Und 25 Blut brauche ich für einen Blutspeer oder für die Clown, also das ist schon heftig. Nur für die Gesundheit ist gut, weil das sind 2 Angriffe. Das Schöne ist, der Blutspeer ist ziemlich schnell im Angriff eigentlich. Was meine Theorie eigentlich von einer höheren Angriffsgeschwindigkeit ist besser, irgendwie ein bisschen untermauert. Ich glaube, da ist dann tatsächlich der Knüppel besser mit einer niedrigen Angriffsgeschwindigkeit. Ja, wobei, die haben hier beide die gleiche Angriffsgeschwindigkeit. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Einfach vergessen. Ja, die Schockwaffe ist eigentlich schon besser. Weil die nimmt einfach mehr... Also die ermöglicht mehr... gleich 2 auf einmal, oder? Ah, das ist geil. Weil mit der Schockwaffe habe ich einfach die Chance, den zu betäuben und auszusaugen, was mir, glaube ich, mehr Blut ermöglicht. Es lief doch jetzt schon mal ein bisschen besser. Der Blutspeer ist nicht schlecht, der kann durch... Also in dem Fall jetzt gerade ist er einfach mal durch 2 Zombies durchgegangen. Das war jetzt echt ziemlich cool. Schauen wir hier nochmal, ob wir alles
Aber eigentlich müssen wir hier alles weiterhin aufgesammelt haben. Das müsste, glaube ich, passen. Das sind halt nur immer wieder die Gegner, die neu spawnen. Jetzt schauen wir nochmal. It's locked, all right. Genau, hier ist verschlossen. Hier war ja diese Krankenakte gelegen. Okay, dann passt das auch. Sehr schön. Ah, da haben wir nochmal einen. So, jetzt muss ich aber herausfinden. Irgendwie kann ich doch, glaube ich, auf G die Tasten verändern. Macht doch sonst keinen Sinn. Das G da unten anzuzeigen hat doch keinen Wert sonst. Ich krieg's nicht hin. TG. Ich check's nicht. Na egal. Machen wir einfach mal hier weiter. Ich glaube, das funktioniert jetzt ganz gut mit diesem Blutabsorber. Ich muss einfach nur schauen, dass ich einen gesunden Abstand habe zu denen. Ah, der hat meinen Angriff unterbunden, die Sau. Okay, das ging schnell. Schauen wir mal, vielleicht kann den John Doe dann auch so schnell platt machen mit diesem Speer. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo der herkam. Der war nämlich vorhin nicht da. Ah, alles klar. Das ist ja übel mit dem Fokus. Ja, doch, das macht eigentlich ganz guten Schaden. Das ist natürlich madig, wenn der sich genau dann wegteleportiert, wenn ich den abschießen will. Oh hey. Ich hasse den. Ich mag den nicht. Schnell mal den Fokus irgendwie aufgeben. Arsch. Boah, das war jetzt knapp. Ich muss gerade echt immer davon rennen und versuchen, Blut abzuzapfen. Damit ich mal wieder mehr Gesundheit zusammenkriege. Ah, und dann erwischt er mich halt immer noch. Oh, seine Schatten, ey, die sind übel. Scheiße, der lädt sich ja auch auf. Muss ich jetzt echt hier so Hit and Run spielen, oder wie? Das Schöne ist ja, stimmt eigentlich, das habe ich ja voll vergessen. Die Säge, die tut bei jedem erfolgreichen Angriff ja auch Blut absaugen. Aber ich glaube nicht so viel. Das hält sich, glaube ich, tatsächlich in Grenzen.
So, ich glaube, jetzt habe ich es raus. Ich glaube, das Schöne ist, wenn ich seinen Schatten angreife, dann macht ihm das auch einen Power. Auf jeden Fall habe ich das jetzt mit der Ausdauer besser im Griff. Komm, der ist jetzt gleich tot. Jawohl. These scars can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Alter, ich kann dich so verstehen. Ich würde jetzt auch gerne eine Menge Blut trinken von all den Leuten, die wir jetzt schon kennen, weil die geben natürlich massiv Erfahrungspunkte hier. 3000, 2000 aufgerundet. Das sind auch, sagen wir mal, fast 3000 aufgerundet. Da würden wir gleich ziemlich schnell, ziemlich stark werden. Aber ich will eigentlich zumindest im ersten Durchlauf keine unnötigen Toten haben. Ich will wirklich nur die angreifen, die oder töten, die getötet werden müssen. Darunter fallen jetzt eben halt diese Skulls natürlich. So, da haben wir jetzt dann gleich noch das Natriumhypochlorid. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Genau, also wie gesagt, im ersten Versuch so wenig Schaden wie möglich anstellen. Aber ich werde definitiv noch einen zweiten Versuch starten, wo ich dann auch mal die andere Seite spielen möchte. Die böse Seite, wo ich dann quasi wirklich alles eigentlich angreife, was so geht. Ist, glaube ich, aber auch mit Vorsicht zu genießen tatsächlich, weil ich glaube, es gibt ja diese, wenn wir nochmal auf die Karte schauen, hier irgendwo steht es ja immer, Mist, hier sehen wir es jetzt gerade irgendwie nirgendwo. Ach, das ist wieder weg. Schade, egal, es gibt ja irgendwo dieses stabil oder nicht stabil, und ich glaube tatsächlich, je mehr Leute wir töten, desto auch mehr Vampirjäger, ne? Die dürfen wir nicht vergessen, diese Vampirjäger, die gibt es ja auch noch. Das heißt, je mehr wir versuchen, die Leute zu töten, desto aufmerksamer werden die Vampirjäger auf uns natürlich, ne? So, du hast ausreichend Bestandteile, um eine Behandlung gegen Erschöpfung herzustellen. Sollen wir das dann gleich machen? Nee, ne? Aber wir können hier mal analysieren. Da haben wir jetzt leichtes Blutserum gefunden, was sofort 60 Blutpunkte herstellt. Aber es wird später auch noch sehr, sehr wichtig, denke ich. Weil dann muss ich nicht ständig meine Blutkräfte dafür einsetzen. So, was muss ich denn jetzt hier eigentlich herstellen? Was sagt denn hier meine Quest, so was ich tun soll eigentlich? Stelle eine Behandlung gegen Erschöpfung her. Okay, das kann ich machen. So, bringe die Medizin zu Dorothy Crane im Patientenzimmer. Alles klar. Jetzt treffen wir bestimmt noch mal ein paar Skulls, da bin ich mir ziemlich sicher. Jawohl, da haben wir schon einen. Na, komm nur her. Ja, das war blöd. Ach, das war blöd. Das war jetzt echt unnütz. Da habe ich ja fast mehr Leben verloren gegen den als gegen John Doe. Ah, schau an, wir regenerieren aber wieder Leben. Bis zu dieser roten Markierung da. So, da haben wir nochmal einen, den greife ich jetzt auch gleich an. Muss jetzt auch sterben. Also so, am besten so viele wie möglich natürlich töten. Aber sind sie sogar zu zweit. Shit. So war das nicht ganz geplant. Ja,
jetzt. Und jetzt in den Blutspeer. Jawoll. Okay, ich dachte am Anfang tatsächlich, der Blutspeer ist ein bisschen lame, aber der ist echt gar nicht mehr so schlecht. Ist hier noch jemand? Irgendwie habe ich gerade doch jemanden oder was gehört. Egal. Gehen wir zurück zu Nurse Crane. So, keine Gefahren hier, alles klar. Dann können wir da einfach mal durchmarschieren. Was V wechseln für Bürger suchen. Okay, da ist Piper. Okay, das ist echt nicht schlecht tatsächlich. So, Nurse Crane, wo bist du denn? Ah, hier. Oh oh. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay, Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Alles klar, machen wir. Ein Verräter im Krankenhaus, okay. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, sir. Doctor. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Okay, drücke E, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Die Heilung eines Bürgers verbessert seine Blutqualität und belohnt dich mit Erfahrungspunkten. Außerdem verbessert sich der Gesundheitszustand des Bezirks. Okay, drücke E. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Perfekt, dann haben wir jetzt schon mal unseren ersten Patienten geholfen. Sehr schön. Jetzt können wir ihm so noch ein paar Fragen stellen. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ach komm jetzt. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der wurde gebissen. Irgendwie schaut die Kehle da schon ein bisschen sehr merkwürdig blau aus und alles. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me. Alles klar, okay, der war überhaupt nicht sehr hilfreich. So. Er erholt sich, perfekt. So, hier haben wir noch jemanden, der unter Erschöpfung leidet.
Das heißt, ich müsste nochmal was herstellen, und zwar Clay Cox. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Also, ich würde das auch nicht tolerieren, wenn in meinem Krankenhaus jemand Geld abknöpfen will, um jemand anderen ein Bett zu besorgen. Das geht ja echt gar nicht. Sorry, aber... So, genau, hier waren ja noch ein paar Leute. Jetzt die Frage, wir haben ja hier, sprich mit Edgar Swansea noch, bringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Komm mal gucken, ob wir den hier rasch finden. Nein, da haben wir auf jeden Fall zwei unbekannte Ärzte und einen unbekannten Patienten noch. Da haben wir Dorothy Crane. Da ist noch jemand Unbekanntes da hinten. So, aber Milton Hooks habe ich jetzt noch nicht gefunden. Drum lass uns doch einfach noch die restliche Zeit, die wir jetzt noch haben, vielleicht noch mit den drei Personen hier sprechen, die uns noch unbekannt sind. Dann hätten wir schon mal fast jetzt alle mal gesprochen. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too.
But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. So, alles klar. Ja, klar. Ärzte kennt man ja. Jeder meint, er weiß es besser. Das ist, glaube ich, überall so. So in jedem Berufszweig eigentlich, glaube ich. Sprechen wir mal doch mit einem von ihnen. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans' enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Oh, der geht ja gleich mal richtig ran. Tja, ich kann ihm jetzt nicht sagen, ob ich viele Leute gerettet habe, weiß ich nicht. Aber ich denke, Wissen ist die stärkste Waffe, ja. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me. Since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Thank you for your time. We'll talk later. Okay, also ich muss sagen, dieser Ackroyd ist mir absolut unangenehm. So, was haben wir denn hier? Verlockung des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge Erfahrungspunkte gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Ich will eigentlich keinem was zuleide tun. So, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich würde vorschlagen, ich gehe auf mein Zimmer und da legen wir uns schlafen und dann in der nächsten Folge werden wir hier nochmal mit diesem Arzt hier sprechen und
Ja, dann haben wir hier nochmal zwei, drei Leute, die hier irgendwo rumlaufen. Keine Ahnung wo, werden wir auch noch antreffen, werden mit Dr. Swansea reden. Der hat ja wohl auch wieder was für uns. Und wir müssen Milton noch seine Geldbörse zurückbringen. Also das wird uns auch in der nächsten Folge erwarten. Ich bin gespannt, was Milton dann für uns hat. War das vorher auch schon offen? Ja, das war vorher schon offen. Der Raum hier war vorher zu. So, der hier. Alles klar, das passt. Da gibt es nichts zu holen. Alles klar. Dann legen wir uns jetzt hier. Was war denn hier? Dr. Swanseas Nachricht. Komm, die lesen wir jetzt noch. Dr. Swanseas Nachricht. Moment, wo haben wir sie? Hier. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken, nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffith Swansea. PS. Ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Econ dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Alles klar, keine Sorge. Werde ich schon nicht machen. Huch. Ah, das wird wohl dieses Gerüst sein. Ist mir vorher nicht aufgefallen, aber okay, cool, wenn wir das jetzt da haben, auch nicht schlecht, aber ja, so eine Tür wäre nicht schlecht, ohne Tür ist das ein bisschen blöd. Aber muss ich mal mit Dr. Swansea reden, vielleicht kriege ich ja da noch irgendwie eine Tür oder so. Gut, jetzt lege ich mich aber erstmal ins Bett, vielen Dank fürs Einschalten, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, bis dann, ciao.